macht unsere Weltmeisterin Lilly Andres und Multimediamann. Die zocken nämlich schon mal sich warm für die Fußball-WM. Wie steht's denn bei euch? Also, ich sehe schon relativ alt aus. Habt ihr einen Spielstand? Also, ich würde sagen, Daniel, stell dich mal direkt neben die Weltmeisterin. Da stehst du. Da hast du gute Chancen auf den Sieg. Aber zählen musst du. Oh, genau. Lilly, wie ist es bei dir? Guckst du Fußball dann, wenn gespielt wird im Sommer? Ja, also wenn WM, EM ist, sowas schaue ich mir schon an. Dass ich mir sonstige Spiele anschaue, ist eher selten. Gibt es irgendwelche Regeln, wo man sagt, also vom normalen Fußball, die gibt es auch hier beim Tischfußball? Nicht so wirklich. Also so ein Abseits ist bei uns zum Beispiel gar nicht möglich. Ne? Aber Ball im Tor ist immer Tor. Genau, wenn er drin war, ist halt drin, auf jeden Fall, das zählt. Und ansonsten hat das, glaube ich, mit allgemeinem Fußball nichts wirklich Gleiches. Also außer, dass halt bei jeder Mannschaft 11 Mann auf dem Platz stehen. Ja, bei den Turnieren gibt es da irgendwas anderes? Also, dass man sagt, ey, das war jetzt der genialste Bandenschuss, gibt einen Punkt extra oder zählt wirklich nur das Tor? Nee, zählt wirklich nur das Tor. Und wie erlebst du das, wenn du dann wirklich als Frau da hinkommst? Das ist wahrscheinlich diese Klischeefrage, die immer wieder auftaucht. Aber es stehen halt wieder zwei Männer am Kickertisch. Wie reagieren die immer auf dich als Frau? Das kommt halt drauf an. Also viele begeistern sich sehr dafür und wollen dann auch sehr schnell was lernen. Und da ist der männliche Ehrgeiz dann nochmal richtig gepackt. Es gibt schon ein paar, die das nicht so gerne sehen, die da wirklich ein Problem damit haben, dann gegen eine Frau in einer Männerdomäne zu verlieren auf jeden Fall. Also die gibt es auf jeden Fall auch. Wie ist das bei dir, Daniel, wenn du jetzt die Chance hast, hier gegen unsere Weltmeisterin zu spielen? Wie fühlst du dich gerade? Mit der Weltmeisterin, das ist ganz entscheidend. Deswegen fühle ich mich auf der deutlich sichereren Seite im Moment. Okay, wir versuchen das einfach mal, Andreas, oder? Also du hast Anstoß? Mehr als verlieren können wir nicht. Ich habe doch eben schon so einen tollen Schuss gelernt. Den sollte ich jetzt einfach nur mal umsetzen. Andreas, hast du aufgepasst? Und das waren wieder 40 km/h wahrscheinlich hier, oder? Ja, wie gesagt, ja, sie werden schon relativ schnell, ja. Das war fast ein toter Ball. Aber Lilly, verrat uns noch einen Schuss, bevor du uns alle abzockst hier. Wie können wir jetzt am Wochenende Eindruck machen? Wir gleich eine Sache, wo also du ganz sagst, ehrlich, ich hab dir das gezeigt, was man am schnellsten lernen kann. Und jetzt hilft nur noch üben. Also zocken. Ich stelle aber fest, du hast immer so Tempo drauf. Also wenn man wirklich draufballert, nutzt das was, dass man sagt, was ist das jetzt zum Beispiel? Aus. Das ist aus, gibt's ja, genau. Einwurf, ja? Ja, beziehungsweise jetzt ist klar geregelt, sie hat geschossen, also bekommt er den Ball hinten. Okay. Wir passen auf. Ja, das ist schon. Und sie könnte das Spiel alleine machen. Weltmeisterin Lilly Andres bei Infuncto. Dankeschön, Daniel, für deinen Besuch. Multimediamann Andreas Reinhardt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. 20:15 Uhr am Freitag Infuncto. Tschüss, bis dann. Wir verlieren jetzt gemeinsam.